Handy ausschalten. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Dankeschön, dass ihr wieder so zahlreich erschienen seid. Und benvenuto anche a voi. Grazie che siete venuti qua alla nostra conferenza stampa. Io farò sta conferenza stampa nella mia madrelingua, in tedesco, però dopo sicuramente io e anche i miei candidati saranno disponibili a rispondere alle vostre domande. Ganz kurz zum Verlauf. Wir werden jetzt unsere Kandidaten, einen Teil unserer Kandidaten vorstellen. Dann werde ich nachher auf den Punkt eingehen, was unterscheidet uns von den anderen politischen Parteien. Und am Ende dann wird es hier was ganz was Neues geben. Also wir werden ein Kunstwerk eines unbekannten Künstlers, bis heute noch unbekannten Künstlers, enthüllen und auf eine Problematik aufmerksam machen, die uns alle miteinander ein bisschen auf die Kandeln geht. Jawohl! Dann beginnen wir mit unserer Kandidatenvorstellung und wir fangen an mit Daniel Stecher, also Finchka. Bitte sehr, Daniel. Gerne, bitte. So, wir sind, mein Name ist Stecher Daniel, ich komme von Reschen, bin 33 Jahre alt, bin verheiratet, Vater von 4 Kindern. Ich bin gelernter Maurer, bin seit 6 Jahren selbstständig, führe zusammen mit meinem Bruder einen Handwerkerbetrieb. Ich bin noch eine Periode Gemeinderat gewesen in der Gemeinde Grauen, wo ich ein bisschen politische Erfahrungen schon sammeln. Ich bin Gründungsmitglied und Hauptmann seit 10 Jahren von der Schützenkompanie Grauen, Mitglied im Pfarrgemeinderat, ehemaliges Mitglied von den Gaselschneider und von der Bauernjugend in Reschen. Sehr nomt ist mir jetzt schon wahnsinnig wichtig. Und ich denke mir, so in Lund schauen, wir haben Vereine und Verbände, die sich wirklich total hinsetzen. Wenn man die Feuerwehren heimnimmt, oder Bergrettung oder Rettung, das sind Leute, die sich ehrenamtlich hinsetzen zum Wohl für den Nächsten. Wir haben Vereine und Verbände wie die Schützenkompanien, Musikkapellen, Baselschneider, Bauernjugend und so weiter, die was in unserer Kultur und in unserer Tradition nachleben lassen, in unsere Werte leben. Darum ist es für mich unverständlich, dass das Ehrenamt und Raum abgegeben worden ist. Das kann es von mir aus nicht sein. Ne? Wir müssen alles dafür tun, dass wir das Ehrenamt wieder zurückdrehen nach Südtirol, dass wir selber bestimmen können, um was für eine Vorgaben und Auflagen, dass sich unsere Vereine und Verbände halten müssen, dass wir selber bestimmen können, um was es beim Ehrenamt gehen soll. Weil wenn Raum entscheidet und bestimmt, dann wissen wir alle, dass das Ehrenamt, dass die Arbeit so bürokratisch und chaotisch wäre, dass es morgen für den Ehrenamt schwer ist, zu überleben. Ein nächster Schwerpunkt für mich sind die einheimischen Familien. Ja, wenn man in die Zeit schaut, als sie steuer geworden wie aus. Die Leute, man muss ja auf die Arbeit gehen, dass man irgendwo Geld herkriegt. Und die Eltern, die daheim sind, bei den Kindern, die müssen unbedingt entlastet werden. Es muss, in meinen Augen, sollen die Eltern einen Lohn kriegen oder wenigstens eine finanzielle Zuwendung kriegen, einen angemessenen. Und die Zeit, die für die Erziehung draufgeht, oder die Erziehung in Anspruch nimmt, die Zeit muss zu 100% unter Rente umgerechnet werden. Weil unsere Kinder, die Kinder von uns, sind die Zukunft von uns. Unsere Kinder sind die Zukunft von uns im Land. Und in der Zukunft müssen wir investieren. Das ist um und auf. Wenn wir morgen eine starke Generation von jungen Leuten wieder da haben, auch Mann und Frauen, die, was unsere Werte leben, und auf unseren Land schauen, das ist das Wichtigste. Und was mir auch wichtig ist, ist die Landwirtschaft. Besonders für die Bergbauern ist die derzeitige Situation ja komplett aussichtslos. Wir wissen alle, dass die Kosten für Maschinen, Treibstoff und Futtermittel explodiert sind. Und zum Beispiel der Milchpreis hat sich kaum verändert. Und ich muss echt sagen, mir geht da fast noch Augen Platz. Wenn man heute in ein Spital schaut oder in eine Mensa schaut und sieht nachher Milch drinstehen, die was von Mittelitalien kommt oder von Deutschland, obwohl wir selber als da haben. Wir haben Gott sei Dank und Dank noch Bauern in unserem Land, die selber produzieren, die selber arbeiten. Nachher ist das ja Wahnsinn, wenn wir da Produkte wie Milch quer durch Europa rumfahren, gerade in der heutigen Zeit, wo es um Transit, wo über den Transit diskutiert wird, Umweltschutz, Klimaschutz,
Wieso muss das sein? Unser Land oder unsere Politik müssen schon in Stand sein, unsere Produkte, die regional gezeigt werden, auch regional zu bewerben und zu vertreiben, oder? Ein weiteres Problem ist, auch Wolf und Bayer hat unser Gebiet, meiner Ansicht nach, viel zu klein, um sich den Viecher anzusiedeln, nicht? Und da müssen wir uns schon fragen, was ist jetzt wichtiger? Von was leben wir? Ist der Bauer der was uns erhaltet? Leben wir von den Produkten und Erzeugnissen von Bauern? Oder leben wir von den Wildviechern? Mittlerweile ist es ja so weit gekommen, dass man auf den Land davor umstauben muss, von Wolf und Bär. Und in der Stadt drin musst du umstauben, dass du dann ausgesackelt oder im Fallen wärst. Oder die Frauen umgegangen wären. Das ist ein kompletter falscher Weg, wo wir uns jetzt befinden. Nicht? Wenn man heute hinnimmt, zum Beispiel, nimmst die Hundebesitzer her, die müssen für die Hunde, wenn sie die DNA-Probe hinschicken, höchst strafen. Und wenn man schaut, auch unsere Arbeitskräfte, unsere neuen, die Seller können zu einer Umgebung problemloses Klo benutzen. Jetzt, das kann es nicht sein. Wir sind noch komplett auf dem falschen Weg und da muss sich dringend etwas ändern. Und darum kandidiere ich für die Liste JWA, für den Bezirk Finchgau. Weil ich denke, es ist extra Zeit, dass wir in zur Heimat wieder zurückkommen. Dankeschön. Gleich ganz kurz, hervorragend. Heute ist es ein bisschen kürzer, weil ich werde es Michele, bitte. Buongiorno, io mi presento italiano, mi chiamo Michele Galeone, sono nato a Bolzano nel 1972, sono figlio di padre pugliese e madre citrolese dalla Val d'Ultimo. Mi sono deciso di candidare insieme alla JWA perché, conoscendo Jürgen la sua grinta e le sue argomentazioni, ho deciso che mi aggrego volentieri. Specialmente mi vorrei dedicare alla situazione abitativa con il caro prezzi che abbiamo, purtroppo non solo più nelle città come Bolzano, le altre città del Sud Tirolo, ma bensì presente anche molto nei paesi piccoli. E quindi la gente fa fatica sia a trovare un affitto che addirittura a pensare a comprare o acquistare la casa. E poi mi vorrei dedicare all'istruzione, perché vedo che ci sono delle problematiche già sin dall'inizio degli elementari e quindi vorrei dedicarmi anche ai ragazzi e spero che i cittadini mi diano la possibilità di mettermi in gioco e cercare di fare il mio meglio possibile per queste tematiche. Grazie, buongiorno. Guten Morgen, mein Name ist Eichner Ricke, Ulli genannt und dazu die bekannt als Kastrutt. Ich bin Freiberuflerin. Mein Anliegen ist vor allem, dass die Löhne, Gehälter der Inflation angepasst werden. Die Politiker haben sich ihr Gehalt um 10% erhöht, also durchaus möglich. Für die normale Bevölkerung nicht, also da setzen wir sehr dahinter. Ein ganz großes Anliegen sind für mich die Mindestrenten. Erna Kompatsch hat es zweimal schon versprochen, Wahlversprechen, und das ist möglich. Ich habe die ganzen Daten durchgerechnet. Wir haben ungefähr 5% an Leute, die bis ca. 500 Euro im Monat Rente bekommen. Wir haben 28%, die bis 800 Euro Rente bekommen und wir haben ungefähr 20% bis 1000 Euro Rente. Man müsste diese Rente auf 1200 ungefähr aufstocken, damit die Leute überleben können. Warum denn? Diese Leute haben unser Südtirol nach dem Krieg draufgeteilt. Natürlich haben sie nicht viel eingezahlt, sie haben nichts gehabt. Und wir lassen halt unsere Eltern, Omas, Opas links liegen, verrecken und sterben. Und keiner kümmert sich. Es treibt mir Tränen in die Augen, das ist nicht richtig. Und natürlich weiß ich, dass die Rente geht über den Staat, über die IMS. Aber es ist möglich, durch Beiträge, durch die Einnahmen. Südtirol hat einen Haushalt von 7 Milliarden Euro, das ein bisschen umzustrukturieren. Und die Hoheit der IMS ins Land zu holen, indem wir mehr Autonomie wieder herkriegen, dann ist es auf diesem Weg auf jeden Fall möglich. Das ist eine von den Sachen, wo ich mich am meisten einsetze. Ein weiteres Thema ist natürlich die Sicherheit im Land. Das haben die anderen Kandidaten schon gesagt. Es kann nicht sein, dass man als Frau und auch als Mann im Bozen sich nicht mehr bewegen kann. Und ich bin ein ganz großer Naturschützer. Wir leben von der Natur, wir leben mit der Natur.
Es ist Zeit, dass wir wieder daran denken, diese zu erhalten. Dankeschön. Einen schönen Morgen bin ich hier alle miteinander da. Mein Name ist Paul Kircher, ich bin Volkswirt und Elektrotechniker und Coach. Und mein Interesse gilt vor allem der regionalen Wirtschaft. Die kann man unterstützen, auch mit regionalen Währungen. Ein Projekt, das ich schon ausgearbeitet habe in den letzten Jahren. Weiter geht es um den Inflationsausgleich von den Berlinstädten. 20% Kaufkraftverlust ist zu viel. Und dementsprechend werden südtiroler Produkte nicht mehr so gekauft, wie es eigentlich sein sollte. Es geht auch um das digitale Zentralbankgeld, unsere letzte Bastion der Freiheit, auch eine Gefahr für die lokalen, klar strukturierten Banken. Das Thema Bildung ist mir sehr wichtig, auch als Coach und Counselor, wo ich mich einsetzen möchte. Es geht darum, freie Schulen und neue Lernmethoden zu entwickeln und die weiterzubringen. Es geht in der Bildung darum, neue generationsübergreifende Werkstätten zu organisieren, wo wieder die jungen Menschen, wirklich Handwerker auch sehen können, probieren können und dann eben auch vielleicht vorbeugen können, dass eben der Kräftemangel zurückgeht, Fachkräftemangel zurückgeht. Und ein unser wichtiges Thema ist eigentlich die komplette Koppelung von allen medizinischen Maßnahmen wie Impfungen von Kitas, Schulen und Oberschulen. Kindergärten. Und ein weiteres Thema ist die Gesundheit. Mit ganz einfachen Methoden kann man gesund bleiben bis zum letzten Tag von seinem Leben. Es geht um den Elektrosmog, der muss eliminiert werden von den Schulen, weil das eine große Beeinflussung ist. Und zum Thema Corona-Aufarbeitung. Einen Beschlussantrag habe ich schon geschrieben für den Landtag. Und es ist sehr wichtig, weil wir sind in den letzten 3 Jahren, seien unsere Menschenrechte, die Verfassung mit Füßen getreten worden. Und das ist die Aufgabe auch von den Medien, wirklich da objektiv evidenzbasiert zu berichten, denn das ist wirklich was Schlimmes, was passiert ist. Und dafür wäre eintreten, sollten wir dann einen guten Erfolg haben mit Landtagswahl. Ich bedanke mich beim Jürgen für sein Engagement, dass wir gemeinsam antreten können und die Themen wirklich in der Bevölkerung bekannt machen können. Dankeschön. Daniel, bitte. Südtirol ist nicht mehr sicher. Ich bin der Rala Daniel, bin 23 Jahre alt und Kaminkehrer. Wir in Südtirol haben ein großes Problem. Ich selber war selber mal Zeuge und Erstversorger vor 2 Jahren in Eifersucht. Ein Mitte 70-Jähriger hat einen Messerstich gekriegt von einem Problemausländer. Das kann es nicht sein. Man doppelt die Blutung und danach kommt die Frage in tränenden Augen: Wieso ist das passiert? Wieso ist mir das passiert? Ich habe nichts getan. Dann muss ich erklären, wieso das passiert ist. Überhaupt, wir Jungen und die jungen Mädchen, wir fühlen uns nicht mehr sicher in eigenem Land. Heimat ist von mir Sicherheit und Geborgenheit. Und Zell gibt es nicht mehr. Holen wir ins unsere Heimat wieder zurück. Danke. Ja, ich bin Arthur Bacher. Ich bin von Bozen. Ich bin Pensionist. Ich bin der Älteste von der ganzen Gruppe. Ich bin 70. Ich habe bei den Edschwerken gearbeitet. Deswegen auch mein Thema die Energie. Es kann nicht sein, dass in Südtirol wir produzieren doppelt so viel Strom, was wir verbrauchen, und dann die teuerste Rechnung Italiens. Ein anderes Thema ist die soziale Gerechtigkeit. Ein anderes Thema ist das Tirolertum. Es gibt in Südtirol wenige Politiker, die das Tiroler Herz aufblühen lassen. Und ein großes Problem, weil ich von Bozen bin, ist die deutsche Sprache. Es kann nicht sein, dass Eltern die Kinder nach Jenesien, Eppan oder Derlan führen, weil sie in Bozen nicht die deutsche Sprache lernen können. Es muss unbedingt eine Prüfung gemacht werden oder ein Test gemacht werden, vor dass sie in der ersten Klasse aufgenommen werden. Das waren meine Anliegen und deswegen kandidiere ich auch für JWA. Danke. Guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Hartwig Königsreiner, bin 56 Jahre alt, komme aus Tscherms, war in grauer Vorzeit einmal Skirennläufer und bin seitdem selbstständig, als Skiverleih aufgemacht, eine Handelsagentur gegründet, die bis heute betreibt und 2019 die glorreiche Idee gehabt, 4 Einzelhandelsgeschäfte zu eröffnen. Ihr könnt euch denken, dass es eine ungünstige Zeit war, deswegen ist mein erstes Thema
Die Zeiten, in denen wir dann reingeraten sind, die Corona-Zeit, wo wir alle, die mich sehr, sehr geprägt hat und ohne der ich ganz sicher jetzt heute auch nicht durchstehen hat. Das hat damals angefangen, wo, so, ja, abgesehen von den wirtschaftlichen Nachwehen, die man so ein bisschen hinterherzieht, ich nenne es auch liebevoll das Long-Covid, das mein Befund ist, Einzelbohrerei Kalana oben in der Kreditabteilung. Und das war dann mit den ganzen Themen, die es damals gespielt haben, die, wo man dann draufgekommen ist, Autopsien waren verboten und die Bilder aus Wuhan, die von schrecklichen Laiendarstellern ganz offensichtlich gemacht worden sind. Dann sind alle mehr Dinge durchgesickert, wo man einen Eindruck gekriegt hat, 2 plus 2 ist nicht mehr 4. Und das, was mich am meisten bewegt hat, war, dass alle Regierungen der Welt und alle Medien der Welt oder Leitmedien der Welt unisono das Gleiche behauptet haben. Und wenn man das auf Südtirol runterbricht, dann ist da ja schon die Antenne, sind mir ganz nach oben gegangen, weil wann bitte vorher um die Herren Ebner und Tribus das Gleiche geschrieben zu einem Thema. Ja, dann ist die unsägliche Impfdebatte losgegangen. Als feststand, dass es diese Impfung keinen Fremdschutz jemals wird bieten können. Ja, eine Mama, die ist 77 Jahre alt. Und wenn ich sie schützen könnte, dann würde ich mir ein Waschmittel spritzen. Aber dann war es einfach klar und dann ist die Impfdebatte losgegangen. Dann habe ich müssen mitmachen, wie man so einmal in die Verlegenheit geraten, der Minderheit zu sein. Mein Hund hat in meine Dorfbar rein dürfen, ich nicht. Und ja, dementsprechend hat sich mein Blick auf die Welt geändert und die Themen heute sind natürlich nicht nur Corona, wobei da mir eine sehr lückenlose Aufarbeitung sehr am Herzen liegt. Ich nehme da genau wie der Jürgen auch das Wort Verbrechen in den Mund, dass ein Verbrechen passiert und die gehören aufgearbeitet. Und ansonsten sind unsere Themen, das wird ja oft moniert, wir hätten kein Programm. Unser Programm sind alle Themen, die Südtirol unter den Nägeln brennen. Ob das Bär und Wolf ist, ob das Klimadebatten sein, das keine Debatte ist, sondern eine Hysterie. Ob das die überbordende Migration ist, die der Daniel angesprochen hat. Ob das das Energieproblem ist. Ob das die Zustände in unseren Krankenhäusern sein, es gibt richtig viele Probleme, die anzupacken gelten. Und ihr halt feststellen müssen, leider Gottes, die SVP ist in den letzten Jahren verkommen zu einem Verein von Steigbügelhaltern für geistige Abnormitäten aus den Brüsseler, vielleicht sogar aus den Davoser Think Tanks und machten einen auf staatstragend und bringen alles da nach Südtirol unreflektiert, ob das für unsere Bevölkerung einen Sinn macht. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sind nicht mehr Herr im eigenen Land. Wenn es so weitergeht, sind wir nicht mehr Herr in den eigenen vier Wänden. Stichwort Raumtemperaturen, Heizarten, Duschdauern und so weiter. Und gegen das wollen wir ankämpfen. Unser Anliegen ist Autonomie zurückholen, Kompetenz ins Land holen, teilweise sogar das Programm der SVP von 2013 umsetzen. Das ist ja Carsten hat Steuerhoheit, Finanzhoheit zurückholen. Und ja, ansonsten werden wir uns einsetzen für in den brennendsten aller Fragen, möchten wir Volksbefragungen haben. Dafür werden wir kämpfen und deswegen sind wir da. Danke vielmals. Einen schönen guten Morgen auch von mir. Ich bin der Haller Wilhelm, komme aus dem Buschertal, bin 36 Jahre alt. Und führe seit ca. 3 Jahren mit meinen Kompagnon eine Werkstatt für Land- und Baumaschinen im mittleren Buschertal. Wir haben entschieden, mit dem Jürgen bei der heurigen Landtagswahl mitzumachen, weil ich einfach für zwei in meinen Augen der wichtigsten Bereiche in Südtirol einmal die Meinung kundgeben möchte. Einmal ist die Landwirtschaft und der Handwerk. Die Landwirtschaft braucht einen klaren Vertreter, der ein Ja oder ein Nein sagen kann, unabhängig, was andere Organisationen über ihn nachher medial berichten. Es geht um Großraubwild, sie hat in Südtirol oder in Zentraleuropa nirgendwo mehr Platz. Wir müssen zum Wohle der Almwirtschaft, zum Wohle der Landwirtschaft in Südtirol und zum Ganzen, die Landwirtschaft gehört zu uns, wie der Tourismus, wie der Handwerk, wie alles zusammen. Es ist schon ein Radl, da müssen wir zusammenhalten und die Landwirtschaft hat den Stich lassen. Auch mit den Investitionskosten zum Thema Tierwohl möchte ich einfach ganz klar sagen, wir dürfen die Landwirtschaft nicht den Stich lassen, weil früher oder später haben wir ja die Almlach, die Höfelach und es wäre keiner mehr zu uns kommen, wenn alles nachher verwildert. Handwerk,
ist auch ein sehr wichtiger Punkt für mich. Steuererleichterung ist eins, was schon vorhin angesprochen worden ist. Aber es geht mir auch besonders um die Erleichterung für die Betriebskosten. Treibstoffkosten, was jeden heute selber betrifft. Ich glaube, für unsere Handwerker ist sehr wichtig, dass man Energiekosten minimieren kann oder wo es möglich ist, ihnen entgegenzukommen. Ich möchte mich einfach in den nächsten 5 Jahren für die zwei Bereiche Landwirtschaft und Handwerk einsetzen, dass es sichtbar und spürbar ist, dass sich was verändert hat. Dankeschön. Grüß dich, Kalle. Mein Name ist Andreas Kolli, bin 59 Jahre alt und komme aus Kastelruth. Ich habe die letzten 32 Jahre kommunalpolitisch gearbeitet, 15 Jahre als Gemeinderat, 5 Jahre als Assessor, heute sagt man Referent, und die letzten 12 Jahre als Bürgermeister. Und ich glaube, wir haben in unserer Gemeinde relativ viel umgesetzt und haben eigentlich gut zusammengearbeitet. Ich bin damals als Parteiunabhängiger auf der Volksparteiliste zum Bürgermeister gewählt geworden, bin dann im Laufe der Zeit Mitglied von der SVP geworden, bis Corona gekommen ist. Am Beginn, muss ich ehrlich sagen, am Beginn von Corona habe ich selber noch teilweise mitgemacht, habe die ersten Verordnungen als Bürgermeister auch unterschrieben, wo wir Spielplätze gesperrt haben. Und relativ schnell, nach 1-2 Monaten, schon vierkam irgendwas, stimmt da nicht. Autopsien dürfen keine gemacht werden, andere Methoden werden keine zugelassen. Und dann habe ich angefangen, innerhalb der Partei, aber auch nach außen hin, kritisch die ganze Situation zu hinterfragen. Die Folge war, dass die Südtiroler Volkspartei, die sonst allem von Bürgernähe redet, es mir dann zum Vorwurf gemacht hat, sobald 50 plus gekommen ist, dass sie die Sprechstunden auf dem Dorfplatz gemacht haben für die Leute, die nicht mehr ins Gemeindehaus gedarf haben, aber auch Sprechstunden bei mir daheim gemacht worden. Genau die, was sonst sollen sagen, wir brauchen Bürgernähe, die, wenn du sie wirklich praktizierst, dann machen sie dir zum Vorwurf. Dann hat es eigentlich relativ öfters unterschiedliche Ansichten und Meinungen gegeben. Irgendwann, sobald 50 plus in Kraft getreten ist, beschließt die Partei, und das mir jetzt eigentlich auf der Zunge zergehen lassen, die Partei beschließt, dass sie mich impfen lassen muss. Wenn ich es nicht tue, dann tretet der Gemeinderat zurück, bedeutet, dass der gesamte Gemeinderat verfolgt und somit auch die Funktion des Bürgermeisters. Ich habe gesagt, wenn das eigentlich Vorgangsweise ist, dann müsst ihr halt zurücktreten, und sie haben es noch auch getan, und somit ist mitten in der Legislatur fertig gewesen. Ein Vorredner hat es auch schon gesagt, Corona hat mein Bild zur Volkspartei, wo ich sonst eigentlich bei vielen kritischen Anmerkungen, was ich gemacht habe, jetzt denke ich an das GIS-Gesetz, was relativ ungerecht ist. Ich denke aber auch an das neue Raumordnungsgesetz, also Raum und Landschaft. Ich habe 2018 zu Nahmer gesagt, geh mit dem nicht aus, und das ist unausgereift, teilweise im Widerspruch zu staatlichen Bestimmungen. Nein, wir müssen aus, wir müssen aus. Fakt ist, dass in der Zwischenzeit teilweise nicht anwendbar war und es schon 115 Abänderungsanträge gegeben hat. So, was hätte ich jetzt denn gekannt? Entweder ich lasse alles zum Bleiben und tue gar nichts mehr, aber wenn wir den Mut haben aufzustehen, wenn wir uns nicht wehren, wer soll es denn nachher tun? Dann haben wir uns im letzten Halbjahr einige Mal getroffen, auch mit verschiedenen alternativen denkenden Menschen, und mein Traum war irgendwann, dass es uns gelingt, die Oppositionsgruppierungen unter den Hut zu bringen. Das ist aus den verschiedensten Gründen nicht gegangen. Und dann habe ich eigentlich als einzige Lösung in irgendeine Liste gesehen, wir seien Leute, die Lust haben, etwas zu tun. Wir seien bunt, wir haben unterschiedliche Meinungen und vor allem, wir haben Lust zu kämpfen. Wir fürchten ins Nette. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Moment. Ganz viele SVP-Kollegen, die ich kenne, sogar Bürgermeister, die teilen unsere Meinung. Die sagen aber, ich kann es nicht leisten, weil wenn ich das Maul auftue, dann sagen sie mir auch. So, das ist nicht die Partei, die mir gefällt. Früher hat sie mir einmal gefallen. Aber ich glaube, die, was jetzt an der Regierung sein, speziell nach dem, was sie in den letzten 3 Jahren gemacht haben, die müssten sich beim Volk entschuldigen, zurücktreten und nie wieder ein öffentliches Amt bekleiden. Einen sehr schönen guten Morgen. Buongiorno a tutti. Ich bin Singer Susanna Di Merano. Ich habe 2 Söhne,
Als Beruf würde ich mich eine Pionierin der ethischen und nachhaltigen Wirtschaft bezeichnen. Come lavoro mi occupo di diversi progetti sociali. Ich bin die Leiterin von den Bröseljägern in Meran, mit alles ehrenamtlich, mit 30 ehrenamtlichen Helfern. Und wir retten Lebensmittel. Und diese geretteten Lebensmittel geben wir an Leute in Bedarf, so im Anzahl von 150 Familien. Faccio tanti progetti sociali, soprattutto nell'ambito del riciclo, e penso anche che il Clima Plan dell'Alto Adige dovrebbe essere rivisto, in quanto l'economia del circolare e l'economia del riciclo in tutto il mondo, tranne che in Alto Adige, è rimasta indietro di decine di anni. E si potrebbe fare moltissimo e ritengo che il Clima Plan previ che ha proposto la SVP dovrebbe essere rivisto molto molto a fondo. Für mich ist ein ganz wichtiger Punkt dass man die Corona-Jahre wieder verarbeitet. Diese drei Jahre wurden komplett verfassungswidrig gemanagt in Südtirol mehr als in Italien. Und das finde ich ist für mich lebenswichtig, weil Firmen werden schließen, wenn wir wieder drei solche Jahre haben. Mein Einsatz, wenn ich gewählt werde, ist Corona-Ausarbeitung, Bekämpfung der Armut in Südtirol, eine nachhaltige Wirtschaft einführen und die Agenda 2030 zu bekämpfen, denn sie möchten uns wirklich einsperren. Und mein Dankeschön geht dem Jürgen Wirth Anderlan, der mich in seiner tollen Liste aufgenommen hat. Vielen Dank. Ja, schönen guten Morgen. Es ist dunkel geworden. Mein Name ist Herbert Dunkel, ich komme aus dem Unterland. Neumarkt, bin glaube ich eine ganz gute Mischung zwischen Berlin und Südtirol. Ich möchte dem Jürgen danken, dass er sich als einziger aller Politiker in der Corona-Zeit auch vor Gericht für unsere Freiheit eingesetzt hat. Das ist ihm sehr hoch anzurechnen. Ich bin und werde mich dafür einsetzen, dass diese Corona-Verbrechen, die von unseren sogenannten Politikern begangen worden sind, die im Endeffekt agiert haben wie Statthalter irgendwelcher Drogenkartelle, verfolgt werden und auch versuchen, dass sie kein öffentliches Amt, wie der Herr Kolle schon mal gesagt hat, mehr bekleiden dürfen. Weiters denke ich mal, Tierschutz ist wichtig. Wir sind ein Transitland, südtirolischer Transitland. Und ich denke mal, für alle Veganer unter uns oder Tierfreunde unter uns ist es undenkbar, dass wir eine Reise von 1500 Kilometern ohne Essen und Trinken durchführen. Nächster Schritt ist kämpfen. Wir kämpfen alle und es ist wichtig, dass wir alle für unsere Freiheit, für die Freiheit unserer Kinder, unserer Kindeskinder arbeiten. Und da gibt es den Slogan, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und jetzt geht es um die Presse. Die Presse hat mitgespielt, aus welchen Gründen auch immer, jeder Einzelne in den letzten drei Jahren, kann man unterstützen. Wer Verbrecher unterstützt, gehört selbst dazu, beziehungsweise legitimiert sie. Und ich appelliere auch an euer menschliches Verständnis, dass ihr euch für euer eigenes Wohl auch für unsere, eure Freiheit einsetzt. Und deshalb bedanke ich mich für euer Dasein. Danke. In Vielfalt geeint, kann man sagen, bei unserer Gruppe. Und diese Vielfalt ist dann für uns auch leicht genug. Da brauchen wir weder illegale Migration
und auch nicht 75 Geschlechter und so weiter. Und was uns zu den anderen Parteien dann auch unterscheidet, ist, dass unsere Kandidaten, bis auf drei, die dem Vorstand angehören, alles unabhängige Kandidaten sind. Für uns ist Fraktionszwang ein Fremdwort. Die Kandidaten, die in den Landtag kommen, wenn in den nächsten 5 Jahren ein Drittel ihres Gehaltes dann in eine Stiftung gehen. In dieser Stiftung werden wir dann soziale und alternative Projekte unterstützen und auch Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind. Wir machen das 5 Jahre lang, andere ist es jetzt eingefallen, kurz vor den Wahlen, dass sie das erkennen als Wahlgag. Und des Weiteren, was unsere Kandidaten dann auch unterscheidet, wir kandidieren für die Liste JWA, oder besser gesagt, wenn wir dann drin sind, nur für 2 Legislaturperioden. Weil es uns einfach wichtig ist, dass wir mit den Gesetzen, die dann da drinnen verabschiedet werden, dann auch in Verbindung kommen. Da überlegt sich vielleicht der eine oder andere, wenn er dann das Handel aufhebt. Was den Unterschied zu den anderen Parteien noch betrifft, ist es so, sie sprechen jetzt alle von Erneuerung. Und wenn man so die Spitzenkandidaten anschaut für die anderen Parteien, sind wir die einzige Erneuerung. Plötzlich kurz vor den Wahlen kommt das Wort auf Volksnähe. Sie sind bei jeder Radelständer-Einweihung mit dabei. Aber wo waren sie die letzten Jahre? Die anderen haben das Volk diskriminiert, die anderen haben geschwiegen und somit mitgespielt und die anderen sind zwar gegen die Maßnahmen gewesen, aber beim Volk waren sie auch nicht. Wir sind die einzige Partei, wo es Volksnähe in den letzten Jahren bewiesen hat. Zudem sind wir das Original, wenn es Migrationsstopp betrifft. Ja, vor wenigen Monaten haben sie alle geschwafelt von Integration. Mittlerweile sind sie auf unseren Zug auch mit aufgestiegen und es reden jetzt auch mittlerweile auf die Zustände, was wir in Südtirol haben, von Migrationsstopp. Wir sind gegen diese korrupte und kriegsgeile Europäische Gemeinschaft, Europäische Union, die für ihre Grundwerten gleich weit weg ist wie San Marino vor dem Mondlandung. Wir sind für die Selbstbestimmung von Heimat, sind viele andere auch. Bei uns fängt aber die Selbstbestimmung beim Menschen an. Und was uns noch unterscheidet, wir sind für aktiven Natur- und Umweltschutz, aber sicherlich nicht für diese Klimahysterie. Und auch medientechnisch gehen wir andere Wege. Wir werden sicherlich kein einziges Medium unterstützen, das uns letztes Jahr in den letzten Jahren als Abschaum der Bevölkerung bezeichnet hat. Und da appelliere ich an euch, geht's eure Aufgabe wieder nach. Journalismus heißt, alles zu hinterfragen. Und ich kann euch keiner sagen, zum Wohle eurer Kinder, wir brauchen euch, hundertprozentig. Und mir persönlich sind diese Wahlplakate bereits als Wähler auf die Kante gegangen. Diese Hochglanzanzugsträger mit ihrem Blindamet-Lachen, wo nichts anderes oben ist als leere Versprechungen. Wahlversprechen heißt nichts anderes, dass man sich vor der Wahl versprochen hat. Zum Beispiel 2013, wir holen die Finanzhoheit und die Steuerhoheit ins Land. 2008 Vollautonomie. 2013 eine dynamische Autonomie. Das Ehrenamt in unserer Hand, wie es immer wieder geheißen hat. Alles leere Versprechungen und das Schlimme daran ist, dass sie nicht einmal zur Verantwortung gezogen werden für diese Versprechen. Und deshalb werden wir das Land nicht plakatieren, sondern wir gehen einen anderen Weg und das hängt dann auch mit diesem Porträt dann zusammen. Einerseits sind wir dann auch die grünste Partei, weil wir dann auch Müll, nicht den ganzen Müll produzieren und andererseits, wie bereits vorhin erwähnt, das sind alles leere Versprechungen. Und jetzt werden wir dieses Plakat, dieses Gemälde da enthüllen. Ein unbekannter Künstler bis noch, es ist aber ein Mensch, der alle Sinne ein bisschen in den letzten Jahren sozusagen den Menschen befriedigt hat. Wir werden dieses Bild dann am Ende dann auch versteigern und das Geld kommt an einem guten Zweck zugute. Ab durch und jetzt langsam, das ist zusammenbrecht. Bitte.
so lacht, Entschuldigung, voll die angestrengt. Applaus für mich. Das war's von unserer Seite aus, den Kandidaten, und da ist dann sehr gerne zur Verfügung, wenn Sie da Interview machen möchten. Ja.